Was wurde aus dem Jedi Temple of Coruscant? Nachdem die Jedi durch die Order 66 zum größten Teil ausgelöscht und das galaktische Imperium die Herrschaft über die Galaxis übernommen hatte? Diese Frage lese und höre ich immer wieder und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, ein entsprechendes Video zu dieser Frage zu machen. Und die Antwort darauf erfahrt ihr jetzt hier. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Der Jedi Temple of Coruscant, Herz und Heimat des Jedi-Ordens, wurde vor rund 1000 Jahren durch die Jedi von den Sith zurückerobert. Das scheinbare Ende eines Konflikts mit zahlreichen Siegen und Niederlagen, der sich über Jahrtausende hinzog. Das uralte, im Laufe der Jahrhunderte stets erweiterte und umgebaute Gebäude erfüllte mehrere Zwecke. Es war ein Ort spiritueller Erbauung, Zentrum für Besinnung, Meditation und das Studium der Macht, ebenso wie eine Kampfschule, in der junge Jedi ihr physisches Können perfektionierten. Dem Orden diente es als Verwaltungszentrum, Hauptquartier für Einsätze in den Klonkriegen und Hort von offen zugänglichem und verbotenem Wissen, das generationenlang von Meistern gehütet und studiert wurde. Der Tempel wurde auf einer natürlichen, als heilig geltenden Erhebung errichtet, einem Energiezentrum, das Machtnutzer zahlreicher Traditionen anzog. Der Fuß dieses nun verborgenen Berges besaß vergessene Höhlen und einen Schrein der Sith, der weiterhin ein Ort der dunklen Seite der Macht war. Der Jedi-Tempel unterdrückte jedoch diese Macht. Ein Jahr nach dem Ende der Klonkriege und dem Sturz des Jedi-Ordens durch die Order 66 hatte das galaktische Imperium den zum größten Teil zerstörten Jedi-Tempel unter der Aufsicht von Colonel Alva Bren zum imperialen Palast umgebaut. Von diesem Zeitpunkt an diente das gewaltige Gebäude als Residenz von Darth Sidious, dem dunklen Lord der Sith und Imperator der Galaxis. Alles, was vom ursprünglichen Tempel übrig geblieben war, waren seine fünf Türme sowie das Hauptgebäude mit seinen blockhaften Bauten und schrägen Fassaden. Das ganze Gebiet wurde von nun an Palastbezirk genannt und beherbergte auch einen Landeplatz, der groß genug war, um Sternenzerstörer der Venator-Klasse aufzunehmen. Von dort aus konnte das Innere des Palasts durch kunstvolle Türen betreten werden. Im Inneren wurden alle Überreste des Ordens abgetragen und alle alten Mosaike, Wandteppiche und Gemälde vernichtet. Die Wände und Sockel der weitläufigen Korridore wurden von sämtlichen Statuen und anderen Kunstwerken der Jedi befreit. Das große Jedi-Archiv, welches sich in den unteren Ebenen des Tempels befand, wurde vom Galaktischen Imperium genutzt, um die letzten überlebenden Jedi aufzuspüren. Als es später keinen Nutzen mehr für das Imperium hatte, wurde das Archiv zerstört. Das komplette, angesammelte wissenschaftliche und historische Wissen, das von dem Jedi-Orden in tausenden von Jahren zusammengetragen wurde, wurde unwiderruflich vernichtet. Eine der riesigen Säulenhallen des Tempels war in einen Ballsaal umgewandelt worden, dessen Wände kunstvoll gefliest und verspiegelt waren. Riesige Banner und Fahnen mit den imperialen Logos zierten von nun an den kompletten Tempel. Der Imperator selbst verlegte später seine Sammlung von Artefakten der dunklen Seite in den Palast. Die Spitze des mittleren Turms des Palasts beherbergte den Thronsaal des Imperators, von dem aus er sein Imperium regierte, wobei er die alltägliche Verwaltung seinen Beratern überließ. Der Empfangssaal war ein schwach beleuchteter Raum mit riesigen Fenstern, mit Blick auf die Skyline von Coruscant. Während der größte Teil des Tempels umgebaut worden war, um dem Imperium zu dienen, wurden die riesigen holographischen Karten der Galaxis, die sich innerhalb der vier Randtürme befanden, beibehalten. Diese wurden genutzt, um strategische und kriegerische Entscheidungen zu fällen und Probleme innerhalb des Imperiums betrachten zu können. Innerhalb des gewaltigen Komplexes und den riesigen Hallen herrschte ein reges Treiben von zivilen Arbeitern und Botschaftern. Der Palast enthielt auch einen Gerichtssaal, der 20 Stockwerke unter der zentralen Turmspitze lag. Hier wurden Feinden und Verrätern des Imperiums öffentlichkeitswirksam der Prozess gemacht. Der große Baum, welcher im Herzen des Jedi-Tempels auf Coruscant wuchs, war ein 1000 Jahre alter, machtsensitiver Uneti-Baum. Er stellte für den Jedi-Orden ein absolutes Heiligtum dar. Auch er wurde durch die Übernahme durch das Imperium unwiderruflich zerstört. Lediglich zwei seiner Zweige, die von dem Baum übrig geblieben waren, wurden in einer geheimen imperialen Basis auf dem Planeten Vetin in einem gesonderten Bereich aufbewahrt. Die letzten Fragmente dieses Baumes wurden von Luke Skywalker kurz nach der Schlacht von Endor geborgen und auf dem Planeten Yavin 4 wieder eingepflanzt.
Der Palast war bis zum Tod von Imperator Palpatine der Hauptsitz des Galaktischen Imperiums. Und damit wären wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat die Übersicht über den Imperialen Palast gefallen. Wie immer würde ich mich über einen Kommentar oder Like von euch unter dem Video sehr freuen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, so holt das jetzt schnell nach, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.